Der Coronavirus ist in aller Munde und auch wenn die Auswirkungen der Krankheit immer noch nicht vollständig erforscht sind, gibt es immer mehr Details, die bei einigen Menschen besonders viel Schrecken verbreiten. Wie chinesische Medien jetzt nämlich berichten, soll ein Baby mit einem Coronavirus infiziert worden sein. Das Makabere an der ganzen Sache, das Baby war bei der Infektion offenbar noch nicht mal auf der Welt. Die Mutter könnte es dem Ungeborenen während der Schwangerschaft, aber auch bei der Geburt oder unmittelbar danach übertragen haben. Zuvor hatten Mütter ihre Babys auf die Welt gebracht, die trotz infizierter Mütter kerngesund waren. Bei diesem Fall sieht das Ganze leider aber ganz anders aus. Das kleine Baby ist jetzt der jüngste Mensch, der sich mit dem verheerenden Coronavirus rumschlagen muss.